Hallo. Hand aufs Herz. Ganz ehrlich. Blickst du überhaupt noch durch? Diese Welt, in der wir leben, ein einziges Chaos. Jeden Tag neue Meldungen im Radio und im Fernsehen, von denen sich so viele widersprechen, von denen so viele unglaubwürdig klingen. Was ist eigentlich los? Kann man das alles noch kapieren? Kriegt man das alles noch im Kopf? Hat man den Hauch einer Chance, da was zu verstehen? Wie ist es möglich, dass es eine einzige Welt ist? Ein und dieselbe, von der da berichtet wird. Und jeder sieht es anders. Viel zu kompliziert. So, und jetzt mal keine Sorge. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, das zu vereinfachen. Mal schauen, ob das überhaupt geht. Also ich fürchte, ja, ganz so einfach ist das alles nicht. Es gibt eine Menge Leute, die immer versuchen, mit Gewalt zu sagen, eins und eins ist eins, ist doch alles klar, der gesunde Menschenverstand und hier seid ihr doof. Aber gerade bei denen habe ich so meine Zweifel. Gerade bei denen überlege ich sehr schnell, kann es das sein, wenn es denn so einfach wäre, warum kriegen das dann die Superintelligenten, die Superschlauen nicht hin? Unsere Eliten, die, die uns regieren, die, die uns managen. Der Computer hat ja immer die einfachste Entscheidung überhaupt. Der sagt 0 oder 1, geladen oder nicht geladen, oder wie immer man das jetzt technisch mittlerweile auch anders umsetzt. Bei den modernen Computertechniken. Aber tatsächlich scheint das schon ein Weg zu sein, immer wieder aufs Neue zu fragen, 0 oder 1, links oder rechts, dunkel oder hell oder menschenfreundlich oder ungerecht. Wie sollen wir die Politik verstehen, wenn ein Großteil der Menschen, ganz besonders ich, schon Angst hat vor einer Steuererklärung, vor dem Durchlesen einer Betriebsanleitung oder vor irgendwelchen amtlichen Fragen, wo ich, der ich sprachlich ja nicht so schlecht drauf bin, immer erst überlegen muss, was könnten die da in ihrem Amtsdeutsch meinen. Also, lass uns doch mal probieren, ob wir ein paar Dinge gemeinsam vereinfachen können. Stellen wir uns also die erste Ja- oder Nein-Frage. Und das muss ja wohl die sein, können wir zufrieden sein mit dieser Welt, in der wir leben? Jetzt kann ich dir sagen, ja, ich bin zufrieden. Aber dann bin ich schon ehrlich, das ist jetzt die egoistische Antwort. Das heißt, ich selbst hatte ein
vergleichsweise schönes, glückliches Leben. Ich habe das immer noch. Es geht mir gut. Ich habe also keinen Grund zu meckern. Überhaupt keinen. Und da jemand kommt und sagt, hallo Arschloch, was willst du eigentlich noch? Hast doch alles. Kannst auch deine Träume leben. Ja, mit gewissen Einschränkungen durchaus auch da noch. Aber wie gesagt, das wäre tatsächlich ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Es wäre aber auch eine sehr egoistische Einschätzung, wenn ich sage, okay, mir geht's gut und dann kann alles so bleiben. Und es ist eine riskante Einschätzung, dass ich sage, ich muss jetzt was ändern, weil die Gefahr, dass ich etwas ändere und dabei selber drauf zahle, die ist schon recht groß. Ich könnte zum Beispiel für mich selber entscheiden, du musst jetzt aktiv werden. Du musst Revolution machen, um es mal ganz krass auszudrücken. Dann würde die logische Folge sein, entweder ich bin da völlig erfolglos und muss hinterher sagen, hättest du es lieber gelassen, hat eh nichts gebracht. Oder aber ich bin erfolgreich, dann würde das heißen, ich rufe meine Feinde auf den Plan oder einfach nur Menschen, denen ich nicht in ihren Kram passe, die ich störe bei ihren Geschäftleins. Und dann würde ich ja meine Lage eventuell verschlechtern. Und so gut, dass ich sie unbedingt verschlechtern muss, ist die Lage nun auch wieder nicht. Da müsste ich noch dran denken, ob ich nicht nur meine Lage verschlechtere, sondern die von meiner Freundin, die von meinen Kindern, die von den Kindern meiner Freundin und. Ich bin da ja nicht alleine und man weiß ja durchaus, wenn man sich Feinde schafft, wenn man sich ungeliebt macht, dann gibt es ja schon so Typen, ziehen einen nicht nur selber runter, sondern nehmen gleich die ganze Sippe mit. Sippenhaft nennt man das. Eines der ganz, ganz bösen Geschichten, die böse Menschen machen, um ihre Freunde zu sichern. Wir waren bei der Frage, sind wir zufrieden, sind wir nicht zufrieden? Und haben wir festgestellt, ich bin zufrieden, was mich selbst betrifft. Aber wenn ich dran denke, die Welt sollte mehr so zufriedene Menschen haben wie mich. Eigentlich sollten alle so zufrieden sein. Dann hätte ich keinen, der mir was neidet. Dann könnte ich in Frieden leben. Dann müsste ich mich nicht mit den Neidhammeln rumärgern. Dann würde ich schon sagen, na, da gibt es noch viel zu tun. Sehr viel zu tun, damit alle Menschen auf der Welt zufrieden sein können. Und das wäre jetzt mal so ein kleines Minimalziel für mich, eine Welt zu schaffen, in der alle zufrieden sind. Da müssen wir schon dran denken, dass nicht jeder so bescheiden ist wie ich. Also ich brauche kein großes Auto, ich muss nicht verreisen durch die ganze Welt. Ich muss nicht in Restaurants teures Essen essen. Ich muss nicht schicke Klamotten haben. Und. Keine Statussymbole. Brauche ich alles nicht. Andere Menschen brauchen da vielleicht mehr. Würden mit dem, was ich habe, nicht zurechtkommen. Da kann man natürlich sagen, ja, hallo? Einschränken?
sparsam sein, genügsam sein, auf Konsum verzichten. Aber die Menschen sind unterschiedlich strukturiert. Da müsste man dann eventuell auch an der Erziehung etwas ändern, an den Medien etwas ändern, damit zum einen die Menschen selber klarer denken, was brauche ich und was brauche ich nicht, was muss ich haben. Damit zum anderen aber auch nicht das Leben selber so funktioniert. Und ich habe schon spezielle Plätzchen erlebt, wo es so funktioniert, wo zum Beispiel auf einem Schulhof ein Kind sich nicht die Meinung leisten kann, ich brauche das nicht, ich brauche nicht die neuesten Markensportklamotten oder die neuesten Sammel- und Tauschbilder. Weil selbst wenn er sagt, eigentlich brauche ich es ja nicht, aber wenn ich es nicht habe, werde ich gemobbt. Kriege ich keine Freunde oder verliere Freunde oder werde angegriffen. Also da ist dann, obwohl es vielleicht jemanden als Blödsinn erscheint, sowas zu sammeln und sein Geld dafür rauszuschmeißen, muss er es trotzdem tun, damit er nicht untergeht. Also zurück, aber du merkst, ich verzettel mich sehr schnell, weil so ohne Ende so viele Gedanken durch meinen Kopf gehen. Zurück zu, wir wollen die ganzen Dinge vereinfachen, indem wir so einfache Ja- und Nein-Fragen stellen. Und die erste Ja- und Nein-Frage war, sind wir zufrieden? Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, ich bin zufrieden. Ich wünsche mir, dass du auch zufrieden bist. Aber wenn man so die ganze Sache global betrachtet, dann kommt man eher zu dem Schluss, es gibt noch viel zu tun. Und wenn wir jetzt über global betrachten reden, dann wäre die zweite Frage, die wir uns eben stellen müssen, durchaus die, wie wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir denken? Wollen wir, wenn wir über Politik reden und über die damit zusammenhängenden philosophischen Gedanken oder moralischen Gedanken oder sonstigen Gedanken, wollen wir dann wieder die entscheidende Frage stellen, denke ich immer nur an mich alleine, oder nehme ich die anderen mit ins Boot? Und da wir ja so vereinfachen wollen, würde ich sagen, treffen wir die Entscheidung entweder ganz alleine oder alle. Es gibt so Leute, die zwar ihr Glück teilen möchten, aber dann doch wieder nur mit ganz bestimmten Personen. Und da müsste man sich dann mal die Frage stellen, warum und wieso nur mit diesen Personen und warum sind die anderen ausgeschlossen und. Das ist auch sowas, wo man drüber nachdenken muss. Gibt es ja noch einiges. Also, ich persönlich, habe es ja schon angedeutet, ich würde diese kleine Frage nur an mich denken oder an alle denken. Die würde ich, glaube ich, antworten und sagen, ich möchte an alle denken. Und ich habe auch schon angedeutet, warum. Nicht deswegen, weil ich ein Gutmensch bin oder vielleicht sogar auch nur ein Heuchler, der so tut, als würde er
alle Menschen in seinem Herzen tragen. Und wenn es dann eng wird, doch wieder extrem egoistisch wird, das ist nämlich meines Erachtens, obwohl ich mit dem Begriff an und für sich nichts anfangen kann, Gutmensch, das glaube ich, ist das, was ein Gutmensch entweder tatsächlich ist, und ich kenne da jede Menge, da gab es den Begriff wirklich noch nicht, ist mir das schon aufgefallen. Oder aber man unterstellt es ihm. Da gibt es auch jede Menge, die gerne einem Gutmenschen unterstellen, du tust ja nur so, du bist es ja nicht. Es kommt ein bisschen daher, dass diese Menschen vielleicht bei sich die Beobachtung gemacht haben. Ich bin doch ein Guter. Oder zumindest, ich will doch immer ein Guter sein. Aber das geht doch gar nicht. Auf der Welt geht das doch gar nicht. Da gehst du doch unter. Da gehst du doch fürchterlich baden. Du musst doch irgendwann mal egoistisch denken und dich durchsetzen und die Ellenbogen ausbacken. Und die gehen dann sogar so weit und sagen, das ist dumm, wenn ein Mensch immer nur sozial denkt. Das funktioniert nicht in dieser Welt. Ich bin durchaus auch oft mal an dem Punkt, wo ich sage, nee, hat keinen Zweck. Du gehst unter mit deiner ganzen Sozialdenkerei. Aber dann merke ich auch wieder, das ist natürlich eine schnelle und auch sehr einfache Ausrede. Da macht man es sich leicht. Da beruhigt man sein schlechtes Gewissen, indem man sagt, ich möchte ja gerne ein netter Typ sein und ich möchte gerne großzügig sein und ich möchte gerne was abgeben. Aber ich habe ja selber nichts und ich muss aufpassen, dass ich selber über die Runden komme. Aber es gibt einen viel wichtigeren Grund, sich für das Mitgefühl zu entscheiden, gegen das nur an sich selber denken. Das ist eine Erfahrung, die du sicher schon gemacht hast, nämlich die Erfahrung, dann habe ich Freunde. Wenn es mir dann mal schlecht geht, weiß ich, da kann ich hin, an die kann ich mich wenden. Also als erstes in der Regel ja die Familie, wenn da alles in Ordnung ist, und dann die Freunde. Und einen Schritt weiter dann natürlich gesellschaftlich gesehen Hilfsorganisationen, an die ich mich wenden kann. Und der Staat ist in Deutschland ja so eingerichtet, dass wenn es einem schlecht geht, man hier und da und dort Ansprüche geltend machen kann, auf ihn zurückgreifen kann und der hilft dann durch Sozialunterstützung, durch Hartz IV, durch Arbeitslosengeld und. Also da sehe ich schon, das ist eigentlich gar nicht so egoistisch gedacht. Wenn ich mir überlege, wünschte mal lieber ein System, in dem es möglichst vielen gut geht, dann hast du keinen Neid, keinen Streit oder weniger Neid und Streit. Es geht dann noch weiter, dann kannst du vielleicht Kriege verhindern, wenn der Frieden universell ist, und da haben wir schon das Thema, das ich vorhin angesprochen habe, an das möglicherweise die Leute nicht denken, die diesen Egoismus zwar nicht auf sich selbst alleine reduzieren, sondern vielleicht auf ihre Familie, vielleicht auf ihr eigenes Land, aber dann schon wird es schon eng. Die Nationalisten, dass die dran denken, es ist schön, wenn es unserem Land gut geht, da bin ich auch dafür und da bin ich durchaus jemand, der sein Vaterland liebt, auf seine ganz spezielle Weise. Ich bin kein Vaterlandsverräter, um Gottes Willen.
Aber weil ich mein Vaterland liebe, möchte ich dringend, dass es in keinen Krieg verwickelt wird. Wäre das, was ich meinem Land am wenigsten wünschen würde, irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen, irgendwelche Überfälle von anderen Staaten oder Mächten auf meine Heimat. Und weil ich meine Heimat und mein Vaterland liebe, denke ich eben nicht nationalistisch. So wird ein Shootout. Nationalisten, ob sie genau wissen, was sie da reden oder ob sie es einfach nicht erkennen, das ist eine andere Frage, aber die irren sich natürlich, wenn sie meinen, dass jemand, nur weil er Multikulti denkt, nur weil er international denkt, global denkt, dass der ein Vaterlandsverräter ist. Also ich persönlich bin der Meinung, ich gehe mit meinem Vaterland viel verantwortlicher um als die Nationalisten, die uns logischerweise in einen Krieg drängen. Und da muss man sich die Geschichte nur anschauen. Jede Art von nationaler Denkweise hat immer automatisch in einen Krieg geführt. Und da kennen wir keinen Krieg, bei dem wir irgendwann mal unterm Strich dann was Positives haben. Den Schmerz, das Leid, die Toten, die Kriege kosten, das rechnet sich nicht mal für den Sieger. Das rechnet sich kurzzeitig mal für ein paar ganz wenige Menschen, denen es gelingt, mit Hilfe von Macht und Geld sich selber so zu positionieren, dass sie sicher sind, ihre Gesundheit sicher ist, ihr Leben sicher ist, das Leben ihrer Familie sicher ist, das Leben derer ist, die sie lieben und mögen, also alles, was ihnen lieb und wert ist. Das sind die Kriegsgewinner. Die schaffen kurzzeitig vielleicht einmal tatsächlich unterm Strich kein Minus zu haben, sondern ein Plus. Aber das sind extrem wenige. Und ich glaube, du gehst mit mir einer Meinung, so geht's nicht. Dass immer ein paar, eine Handvoll Leute den großen Reibach machen und die ganze Welt stürzt ins Desaster. Und da sollten wir doch eigentlich zusammenhalten und gemeinsam sagen, das wollen wir uns nicht bieten lassen. Aber wie man sieht und wie die Zahlen zeigen, wie die Statistiken zeigen, und das ist ja etwas, worauf man sich relativ, ich betone, relativ gut verlassen kann, wenn man weiß, was die Zahlen wirklich bedeuten. Und da kommen wir schon wieder zu dem Wort Interpretation. Und wir wissen ja, Interpretation heißt, der eine sieht so oder will es so sehen und erzählt es dann auch so. Und der andere erzählt es ganz anders, weil er es ganz anders sehen will oder ganz anders sieht. Aber da kann man schon ein bisschen den Lügnern und den Betrügern auf die Schliche kommen. Und die Zahlen zeigen ja eindeutig, dass es in Sachen Besitz und Reichtum wieder in Richtung Zentrum geht. Wenn ich sage wieder, schauen wir uns vergangene Gesellschaften an. Da war es ja auch Jahrhunderte oder Jahrtausende so, dass ein König unendlich reich war. Und dann gab es noch ein paar Mitreiche, den Adel zum Beispiel. Und später dann, als die ersten Gewerbetreibenden kamen, die Händler, die auch ein bisschen mehr Geld haben und eine unglaublich große Menge von Menschen, die überhaupt nichts hatten. Bis hin zur Leibeigenschaft, denen nicht mal ihr eigener Körper gehörte, geschweige denn sonst was. Bis hin zu Sklaven, denen nicht nur ihr Körper nicht gehörte, sondern die auch ohne Ende
willkürlich irgendwelchen Strafaktionen, schmerzhaften, foltermäßigen Strafaktionen ausgesetzt waren. Und das haben wir ja ein bisschen, wir waren ja auf einem guten Weg, das zu verschieben. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Das heißt, jetzt haben wir, ähnlich wie früher die Könige, haben wir jetzt eben eine Art ja, Unternehmeradel oder auch Zockeradel. Ich kenne mich da in der modernen Wirtschaft nicht wirklich so aus, aber es scheint ja jetzt etwas Neues zu geben. Man muss also jetzt kein Unternehmer mehr werden, um steinreich zu werden. Man muss auch das nicht mehr. Man muss nur richtig zocken. Man muss irgendwo ein bisschen Geld anhäufen und dann durch richtiges Zocken dieses Geld vermehren und vermehren und vermehren. Und das hängt ja immer zusammen mit dem Gedanken, wie moralisch ist es, Geld ohne Arbeit zu verdienen. Ja, werden jetzt die Unternehmer sagen. Meine Angestellten, die arbeiten 8 Tage die Stunde und die haben ihre festen Urlaubstage und ich arbeite 12 Tage, vielleicht sogar 16 Tage und mache auch gar keinen Urlaub und nichts. Das ist schon ein Argument und das respektiere ich auch. Aber natürlich könnte man auch diese Arbeit verteilen auf 2 oder 3 Leute. Und natürlich kann auch jemand, der selbst sagen wir 20 Stunden pro Tag arbeitet, ohne Urlaubstage, ohne Feiertage, kann niemals so viel Geld verdienen, dass er für 1 Milliarde Euro Waren produziert oder irgendetwas herstellt. So viel kann er nur verdienen über ein bestimmtes System. Ein System, das in seiner Gesellschaft eingerichtet ist, politisch gewollt oder politisch gemacht, gesellschaftlich akzeptiert, dass es ihm erlaubt, Milliardär zu werden, obwohl das mit Arbeit selber nicht geht. Und das meine ich damit, dass man so viel ja gar nicht arbeiten kann, dass da also jemand Geld hat, das er, mal jetzt im Gänsefüßchen gesagt, gar nicht verdient. Sondern dass da möglicherweise irgendetwas auf unserer Welt nicht stimmt, dass der das so machen kann und andere Menschen arbeiten auch sehr viel, vielleicht sogar viel härter, körperlich härter als der und dann doch gemütlich irgendwo, ich will das jetzt nicht runterspielen, aber doch etwas gemütlicher an seinem Schreibtisch sitzt als jemand, der auf dem Bau schuften muss oder am Fließband. Da wären wir also schon bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich die Gesellschaftsordnung. Um die muss ich mich kümmern. Ist die so toll? Klare Antwort, wenn das jetzt rückwärts läuft. Wenn wir also eine sehr kurze Zeitspanne es geschafft haben, diese Relationen zu verändern. Also, grob gesagt, die Zeit des Adels und der Bauernkriege, wo man also über verschiedene Revolutionen auch das verändert hat und gesagt hat, jetzt sollen mal auch die armen Bauern ein bisschen was haben, ein bisschen was verdienen.
Teilen der Welt wurde das hauptsächlich erst einmal dadurch in Schwung gebracht, dass sie überhaupt eigenes Land bekommen haben und nicht immer das Land irgendeinem König oder einem Herrscher gehört hat. Schon mal völlig absurd, dass Land Menschen gehört. Als ob man die Welt einfach so verteilen könnte, aber da will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Also wir haben es kurzfristig schon geschafft, da ein bisschen dieses böse Wort Umverteilung. Und mag vielleicht sogar Stellen auf der Welt geben, die jetzt gerade dabei sind, das anzuleiern. Aus der Einsicht heraus, dass das sogar allen helfen könnte, wenn man das Land denen gibt, die es bewirtschaften. Da waren wir doch auf einem netten Weg, würde ich fast mal sagen. Und jetzt geht es wieder rückwärts. Jetzt gehen wir in eine Richtung, wo die größten Skeptiker befürchten müssen, Monopoly. Wie früher das gute alte Monopoly-Spiel. Und das wird so lange gespielt, bis einer, ein einziger, alles hat. Und um alles zu kriegen, muss man alle anderen pleite machen. Und so sieht es doch ein bisschen aus, oder nicht? Dass da einige wenige Multimilliardäre alles einsacken, der Rest nichts mehr hat und die dann vielleicht sich untereinander noch killen. Jetzt kommen wir mal wieder zu sprechen auf so eine Ja- oder Nein-Frage. Wie können wir es denn erreichen, dass es den Menschen besser geht? Und da gibt es die Möglichkeit des Kapitalismus. Und die Kapitalisten, für die ist das ja immer das Hauptargument zu sagen, ist doch ganz einfach. Wenn unser Kapitalismus funktioniert, das heißt, wenn die Wirtschaft boomt, dann haben alle Arbeitsplätze, dann können alle gute Löhne haben, dann wird alles produziert, was wir brauchen, dann geht es uns allen gut. Das ist ja mal das Hauptargument der Kapitalisten. Und wenn ich jetzt die Sache ganz real sehe, so wie unsere Welt ausschaut, so wie sie momentan tickt, wie sie funktioniert, wie sie läuft und wie sie ganz offensichtlich überhaupt nicht zu verhindern oder gar zu verändern ist, da könnte man sich sagen, ja, letztendlich rational gedacht, vernünftig gedacht, die Realitäten, die unveränderlichen Realitäten vor Augen, muss man sagen, ja stimmt. Ich muss ja nur mich selber anschauen. Die Wirtschaft ist, ich bin 51 geboren, nahezu jährlich besser gelaufen, mehr produziert, mehr umgesetzt, mehr Profite natürlich auch gemacht, Profite wieder investiert. Alles super und mir ist es von Jahr zu Jahr besser geworden. Ich bin ja schon unter relativ, naja, ich will nicht sagen ärmlich, aber doch eher bescheidenen Umständen aufgewachsen, so kurz nach dem Krieg. 6 Jahre nach Kriegsende. Aber ich habe jedes Jahr gemerkt, es wird besser und besser. Und man sieht ja jetzt an den aktuellen rechten Strömungen, da gibt es einen Haufen Menschen,
Die haben das erlebt wie ich. Es wurde einigermaßen besser, noch ein bisschen besser. Menschen, denen es vielleicht nicht einmal so gut geht wie mir, oder vielleicht doch ungefähr so gut, die aber unbedingt diesen Standard halten wollen und sich jetzt Sorgen machen, Ängste haben, das könnte den Bach runtergehen. Nun, wenn man das jetzt so egoistisch sieht, also wieder nur auf sich bezieht, dann ist das durchaus ein nachvollziehbarer Gedanke. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich habe geschuftet, ich habe gewerkelt und jetzt will ich das auch behalten. Ich will das nicht mehr verlieren, diesen Standort. Aber was man dabei natürlich sehr großzügig übersieht, das ist, ja, du warst fleißig, du hast geschuftet, du hast dir das alles verdient, dir steht das alles zu. Und dennoch schaut es ganz anders aus, weil das, was du gewerkelt hast, was du geschafft hast, das hat sich irgendein Industrieller in die Hosentaschen gesteckt. Und deswegen alleine ist das nicht alles so geflutscht, sondern es ist nur geflutscht, weil wir eine globale Welt haben, weil wir da Geschäfte machen. Und wenn Geschäfte nicht reichen, dann machen wir Kriege. Das heißt, unser Wohlstand, der kommt eben nicht alleine durch deinen Fleiß. Dann wäre es ja schön, dann wäre ja alles in Ordnung. Dann könnte man ja sagen, hast recht, steht dir zu. Jetzt geh mal auf die Straße und kämpf für das, was dir zusteht. Es kommt aber nicht alleine durch deine Arbeit, sondern es kommt dadurch, und jetzt sind wir wieder bei Monopoly, dadurch, dass wir andere pleite machen. Dass wir in diesem brutalen Spiel Monopoly unsere Stärke, unsere Cleverness, unsere Überlegenheit dazu einsetzen, die anderen pleite zu machen. Warum sind wir denn so stark? Warum können wir uns über die anderen erheben? Naja, es gibt schon unterschiedliche Voraussetzungen und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema, was die Gerechtigkeit betrifft. Nicht jedes Land hat halt die gleichen Möglichkeiten. Da lernen wir, wenn wir sonst nichts lernen und da wenigstens kurz aufgepasst haben, in Geografie, in Erdkunde, Deutschland hat die und die Schätze, Bodenschätze, hat die und die Verkehrsverbindungen, hat damit einen ganz guten Staat und hat diesen Staat dadurch besonders gut in Schwung gekriegt, weil man ein gutes Bildungswesen aufgebaut hat. Ja, früher mit dem alten System, Lehre, Geselle, Meister und dann später auch über viele Klöster, das will ich jetzt gar nicht verschweigen, kam schon jede Menge Bildung ins Land, ohne dass man das Übel, das die Kirchen der Welt angetan haben, verschweigen muss, aber es gab natürlich auch gute Sachen. Die Bildung, die über Religionen entstand, die darf man nicht verschweigen. Und dann die ersten akademischen Anfänge und. Aus der Erkenntnis heraus, dass uns nämlich auf Dauer eigentlich
Bodenschätze fehlen werden, dass wir eigentlich da zu wenig haben. Dann hat man gemerkt, dann müssen wir A, auf andere Schätze zurückgreifen. Da ist Bildung und Intelligenz ja der Schatz überhaupt. Das ist ja das, was uns stark macht in der Natur, was uns auch stärker macht als die meisten anderen Lebewesen. Intelligenz und Bildung. Aber Intelligenz allein holt ja keinen Bodenschatz ins Land. Und da kommt jetzt diese Art von Intelligenz, die wir dann gerne als Cleverness bezeichnen. Aber Cleverness hat für mich sehr oft schon einen negativen Touch. Wird positiv verwendet, oh, der ist clever. In Wirklichkeit, was heißt es? Es heißt, dass er die anderen über den Tisch zieht. Das heißt, es ist seine geistige Überlegenheit, sein Schlausein nicht dazu nutzt, irgendwas Tolles zu machen, sondern eigentlich etwas Verwerfliches, nämlich andere bescheißen, über den Tisch ziehen. Und da ist halt die Frage, inwieweit haben wir unsere Cleverness, unsere geistige Überlegenheit dazu verwendet, andere über den Tisch zu ziehen. Noch einen Schritt weitergehend, nicht nur mit Intelligenz dann über den Tisch zu ziehen, sondern einfach schlichtweg auch mit dem Panzer und mit dem Maschinengewehr. Und um das Ganze dann auch noch moralisch zu rechtfertigen, kann man mit so Scherzen wie überlegene Rasse, was schon mal eine Diskussion für sich wäre, was ist eine überlegene Rasse, aber was noch viel schlimmer ist, lass mal die überlegene Rasse so stehen, da kann man mit mir schon drüber reden, dass es da Kulturen gibt, die noch ein bisschen hinterher sind und welche, die schon einen Schritt weiter sind und welche, die schon überreif sind, das heißt schon in dem Stadium, wo sie verderben, wo sie faulen, wo sie stinken. Da kann man mit mir schon drüber reden. Da gibt es Menschen, die da sehr empfindlich sind, aber aus meines Erachtens aus einem falschen Gerechtigkeitsverständnis heraus. Gerechtigkeit kann man nicht dadurch erreichen, denke ich mal, dass man der Menschheit anredet, alle Menschen sind gleich. Nein, alle Menschen sind ungleich. Es gibt keine zwei gleichen Menschen auf der Welt. Und wenn man erzählt, alle Menschen sind gleich, dann tut man der Menschheit keinen Gefallen, weil dann selbst die größten Deppen sich totlachen und sagen, dir schon mal nicht glauben wollen können. Du schon mal Scheiße reden. Sondern man muss die Sache anders anpacken. Man muss die Frage aufwerfen, gibt es automatisch ein Recht festzustellen, ich bin angeblich besser wie der, also kann ich den über den Tisch ziehen. Gibt es da automatisch ein Recht? Und da hatten wir eigentlich vorhin schon geklärt, selbst wenn es dieses Recht gäbe, es führt natürlich zu Gegenwehr. Druck erzeugt Gegendruck. Das heißt, selbst wenn es dieses Recht gäbe, ich glaube ja nicht daran, aber lassen wir es mal so stehen, selbst dann wäre es dumm, es auszunutzen, weil man schafft sich Feinde. Das kennst du aus deinem persönlichen Reich. Aus deinem Umfeld. Es empfiehlt sich nicht immer, dass zu tun, nur weil man im Recht ist, weil man schafft sich halt Feinde oder man verdirbt sich Freunde. Es lohnt sich manchmal zu überlegen, okay, ich wäre jetzt zwar im Recht, aber ich brauche es ja nicht unbedingt. Ich mache es ja nur, um Recht zu kriegen. Und das allein ist Blödsinn. Ja. In Deutschland hat man das ohne Ende bei so Nachbarstreiten. Streiten sich zwei Nachbarn ein Leben lang
Und irgendwann weiß jeder von den beiden, eigentlich ist es mir doch jetzt längst scheißegal. Aber ich brauche mein Recht, sonst leidet mein Selbstwertgefühl, sonst ist mein Minderwertigkeitskomplex wieder ohne Ende on the road. Und deswegen muss ich mich da jetzt durchsetzen. Ich muss Recht kriegen, obwohl ich es gar nicht brauche. Und riskieren damit endlos Feindschaft, Streitereien und in größeren Dimensionen gedacht, automatisch dann natürlich Krieg. Und was ich jetzt wieder global gedacht riskiere, das ist genau das, was wir jetzt haben. Und wo ich denke, das ist doch das, was die einfachen Menschen, die irgendwelchen Populisten zum Opfer fallen, entweder nicht checken oder nicht checken wollen. Mit dieser Methode schafft man einen Flüchtling nach dem anderen, einen Asylanten nach dem anderen. Denn wenn wir fremde Länder so ausplündern, dass sie, obwohl sie ja schon schlechtere Startbedingungen haben, entweder durch Klimabedingungen oder dadurch, dass in ihrem Land noch schlimmere Despoten hausen, noch weniger sinnvolle politische Verhältnisse und. Das alles miteinander zusammenhängt. Das ausgeplündert werden und die Übernahme durch Despoten und die mangelnde Bildung vor allen Dingen immer und immer und immer wieder. Weil der Mensch braucht erst was zu futtern und dann kann er sich Bildung leisten. Das ist ja wohl klar. Wie das alles zusammenhängt, das scheint immer weniger begriffen zu werden. Das ist ja auch der Grund, wieso ich dieses Video drehe. Um einfach mal so die Gedanken zu äußern, die man dazu sich eigentlich dringend machen sollte. Wieso kommen diese ganzen Asylanten, diese ganzen Flüchtlinge? Ja, und jetzt höre ich wieder alles Wirtschaftsflüchtlinge. Also da muss ich schon ganz groß lachen. Ja, weil dann soll man wirklich mal hingehen und sich mit diesen Menschen unterhalten. Und wird sehen, wie wenig Wirtschaftsflüchtlinge da sind. Und da wäre ich zum Beispiel durchaus schon gesprächsbereit zu sagen, dann muss man da halt besser kontrollieren, falls das überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht, wie man das möglich machen soll aus den Verhältnissen, aus denen die kommen, wo man schon nicht mal nachprüfen kann, kommt er aus dem Land, das er erzählt und. Da muss ich dann aber einwenden, ich habe noch keinen einzigen Flüchtling kennengelernt, aber Schmarotzer ohne Ende in diesem meinem Land. Und da muss ich dann dem Pegida-Anhänger die Frage stellen, wieso erst jetzt auf Schmarotzerjagd gehen und wieso so gezielt auf spezielle einzelne Gruppen, nämlich Ausländer? Wieso bist du nicht schon vor Jahren auf die Barrikaden gegangen, als du gemerkt hast, in unserem Land, da geht's doch wild zu. Muss ich einen Sozialstaat mitfinanzieren, mit meinem Steuergeld, mit meinem schwer erarbeitenden Geld, muss immer fleißig und anständig sein und bin es auch und gebe mir Mühe und neben mir ist einer, der macht einen auf doof und kassiert nur vom Staat und lebt auch nicht schlecht. Diese Frage muss ich jetzt verallgemeinern. Ich muss allgemein fragen, lieber Pegida-Mensch,
erst jetzt, dass du merkst, dass etwas schief läuft, dass etwas nicht in Ordnung ist? Oder gibt es ein anderes Problem? So ganz nebenbei darf man auch da, selbst bei den Schmarotzern, ja, den Gedanken nicht vergessen. Okay, wenn die Welt nicht in der Lage ist, einem normalen Menschen, was immer das auch sein mag, ein normales Leben, was immer das auch sein mag, zu bieten. Wenn die von diesem Menschen erwartet, dass er täglich unmenschlich 8 Stunden irgendeine abartige Arbeit macht, die ihn nicht befriedigt, sondern die ihn eventuell quält, wo er früh morgens aufsteht und denkt, wäre doch der Tag schon zu Ende. Und wo er am Montag aufsteht und denkt, wäre doch schon Wochenende. Wenn diese Gesellschaft es nicht schafft, und sie schafft es nicht, wie wir sehen, oder nur für wenige, nur für einen geringeren Teil, nicht für die große Masse, oder ich will da großzügig sein und sagen, sie schafft es für zu viele Menschen eben nicht, ja, dann kann man das doch denen nicht verdenken, die checken in dem System, da muss ich nur mal hoch, mal hoch, mal hoch, da lohnt sich das ganze Leben gar nicht mehr. Da bin ich nur der Verarschte. Da bin ich nur der Sklave. Da gibt es nichts, was ich freiwillig mache. Da ist alles nur aus Notwendigkeit. Und ich wünsche mir eigentlich schon, dass jeder Mensch das große Glück hat, jetzt komme ich wieder auf mein Glück zu sprechen, nämlich, dass ich ein Leben lang hauptsächlich das machen konnte, was ich gern gemacht habe. Ich habe schon auch mal Lucht, so ist es nicht. Ich hatte schon auch Jobs oder vorübergehend Zeiten, wo ich eben gehofft hätte, es geht schnell vorbei, es kommt schnell der Feierabend, es kommt schnell das Wochenende, es kommt schnell Urlaub oder Ferien, hatte ich schon auch. Aber da war immer ein Licht am Ende des Tunnels. Da wusste ich immer genau, dann und dann ist Ende, dann ist das vorbei und dann kommt wieder was Schönes oder kommt dauerhaft Schönes. Aber einem Menschen diese Perspektive zu geben, du wirst dein ganzes Leben lang nur mal lochen und du wirst dann irgendwann einmal ganz zwangsläufig nur noch mit Alkohol zurechtkommen in diesem Leben, da läuft was schief. Ganz gewaltig. Und da habe ich dann schon Verständnis, dass da selbst hier in unserem Land manche sagen, da gehe ich auf die Schmarotzerschiene, weil ich sehe nicht ein, dass ich mich da quälen lasse. Und für mich ist das auch kein Schmarotzen, sondern das steht mir einfach zu. Wenn die mir nichts anderes bieten, nichts Adäquates bieten, nichts, womit ich leben kann, dann eben so. Und da muss sich ein Staat eben Gedanken machen, wie er das Schmarotzertum nicht dadurch bekämpft, dass er die wieder in die Folter zurückschickt, in die quälende Fließbandarbeit, sondern ihnen menschenwürdige Arbeit anbietet. Und da muss ich eben nicht fragen, ist das jetzt ein Ausländer oder ist ein Deutscher, sondern Menschen sollten halt menschenwürdig arbeiten. Und zwar nicht nur aus einer Gutmenschenart heraus, sondern ich betone es gerne immer und immer wieder, des sozialen Friedens wegen. Und auch ein bisschen, damit die dann auch was produzieren, weil sie Spaß haben und nicht nur rumlungern oder dem Alkohol frönen. Da sollten